A long time ago, in San Anselmo, California. In February of 1977, George Lucas invited some of his closest friends to watch a rough cut of his new film, Star Wars. In attendance among a handful of people were Steven Spielberg and Brian De Palma. The response was not good. 3-3-P-O! Maschinen-Mensch-Kontakter. Ich müsste jetzt hier so rumdackeln hier. Wie ihr seht, habe ich heute mal den 3-3-PO und ich begrüße euch total recht herzlich zum Nikolaus. An sich müsste ich die Mütze tragen. Wisst ihr was? Ich ziehe die an und komme als Nikolaus wieder. Warte mal Nanosekunden. Ja, ich komme wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder als euer Santa Claus, als euer Nikolaus, euer 3-3-Prio im Kostüm vom Nikolaus. Könnt ihr auch anmachen, blinky blinky, mache ich aber nicht. Meine lieben Freunde, ich begrüße euch total recht herzlich zum Nikolaus 2018. Tja, ist nicht allzu viel los. Ein paar Geschenke sind aber trotzdem heute gekommen. Sehr viele haben das geordert, weil der Preis war heiß. Ja, wie gesagt, auch ich habe das tolle Stück willkommen und werde auch diese beiden Trooper dabei stellen, auf jeden Fall. Sobald ich die erwerbe, werde ich dieses Display mir zurechtbauen. Das wird schön werden. Ja, und dann ist natürlich sein Sohn auch gekommen, der Luke. Ja, und auch da werde ich mir die beiden zukaufen und mir ein schönes Diorama bauen. Für alle, die das heute bekommen haben, die kennen den Preis, der war ja super und deswegen musste man zuschlagen. So, heute in der Weihnachtssendung, eine Weihnachtssendung mache ich noch, das habe ich versprochen, heute ist die Nikolaus-Sendung als 3-3-PO Maschinen-Mensch-Kontakter, ne, der lief auch immer so rum. Ich begrüße euch, wie gesagt, total recht hier bei Star Wars, es hat wieder so viel Spaß gemacht. So, meine lieben Freunde, der liebe BBA. Dieser BBA, nicht dieser hier, aber der BBA, wird also heute in einem Jahr, im Dezember 2019, einen Kameraden dabei bekommen, einen anderen Droiden, der ihn dann als Vater sozusagen sieht. So, dieser hier, der BB-8, ist im Moment ziemlich stark frequentiert, auch mit einem anderen Roboter. Vielleicht hat man gesagt, komm, den nehmen wir. Da ist nämlich ein Droide, er arbeitet nämlich mit einem Droiden zusammen bei Resistance. Und vielleicht nehmen sie den, wer weiß. Also man hat diesen Droiden noch nicht vorgestellt, der ihn dann sozusagen als Vaterfigur sieht. Ob das sein muss, naja, ist dahingestellt. Und damit das hier schöner aussieht, baue ich das wieder auf hier. Ist die schön, baue ich das auf. Ja, ist jetzt schon Weihnachten? Ne? Ja, ist denn schon Weihnachten? Ne? Natürlich ist noch kein Weihnachten, logisch. So, meine lieben Freunde, wie geht's weiter? Tja, wie geht's weiter mit Star Wars? Ne? Tja, das weiß keiner, wie mit Star Wars weitergeht. Aber es wird weitergehen. Die Frage lautet nur, wie? Also, BBA kriegt einen Droiden dabei. Die hier machen da beide nicht mehr mit. Bei Luke weiß man nicht so genau, ob er dabei sein wird oder nicht. Jedenfalls weiß man aber, dass die anderen alle dabei sein werden. Alle werden dabei sein und viele Sachen machen. So, Star Wars Freunde A bis Z. Ich werde jetzt die Originalsachen immer reinstellen bei Facebook. Die könnt ihr dann adaptieren oder einsetzen oder abrufen und dann übersetzen. Die englische Sprache ziehen, ist natürlich in Englisch gnadenlos durch. Die Amerikaner sowieso und wir hier in Deutschland halt noch nicht. Ja, in Deutschland ist auch Galaxy of Adventure noch nicht da. Kommt erst im März oder April. Im Moment können wir das hier leider nicht sehen. Galaxy of Adventure soll ja 4, 5 und 6 für die Jugendlichen sein. So, euer 3-3-PO, von dem hört man auch nichts mehr. Ne? Mensch-Maschinen-Kontakter, man hört also da nichts mehr, gar nichts mehr. Tja, was kommt da auf uns zu? Wir wissen es halt noch nicht. Wir kennen ja noch niemals den Arbeitstitel, noch nicht einmal den Arbeitstitel kennen wir. So. Ja, und das war es dann an sich auch schon zum Nikolaus. Ich wünsche euch einen super tollen Nikolaus. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Wie gesagt, 365 Tage müssen wir jetzt warten, bis E8
E9, korrekt. E9 kommt. Also, das wird so super, das Jahr. Convention, April. Resort geöffnet. Dann Disney Plus mit seinen Realserien, die uns da und so weiter uns. Ja, dann halt E9 ohne Arbeitstitel. Ich will hoffen, dass wir vielleicht zu Weihnachten 2018, Teaser Tracer, irgend sowas bekommen, wo wir dann reingucken können und sagen, ey, das kommt auf uns zu, Wahnsinn. Also im Moment nur Spekulation und sogenannte Fan-Geschichten, aber nur Fans. So, also nichts Wahres, nichts Bares, nichts Reales. Also euer 3DRIPO Mensch-Contactor da. Ich finde das stark, wie die am Rumdackeln waren und so. Ich meine, ihr merkt schon. Also ich habe das große Vergnügen, dass ich jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Star Wars arbeiten darf und mich auseinandersetze mit den Hörbüchern. Ich habe auch gerade die nagelneuen Hörbücher gesehen, die Comics, die Bücher selbst. Also ich mehr persönlich so tendiere mehr zu den Hörbüchern, obwohl ich nicht lesen und so und kann dann ein bisschen schwelgen, kann auch arbeiten, kann so einen Videoclip erstellen, kann den herstellen, machen und für euch auf den Weg bringen, während ich dann so ein Hörspiel mehr anhöre. Also macht Spaß, macht richtig Spaß. Also bei Chibo zum Beispiel für 14,99 könnt ihr die gesamte 1 bis 6 bekommen. Ja? Hörspiel, Hörbuch für 14,99 ist gar nicht mal so teuer bei Chibo. Müsst ihr auch mal gucken gehen. Ansonsten bei Amazon bekommt ihr die ja ab 7,99 €, je nachdem auch Rogue One zum Beispiel oder auch Han Solo mittlerweile. So, also, ja, ihr seid beim Nikolaus hier, C3PO Mensch-Contactor, der da halt euch hier mal den Nikolaus macht und euch auf den Nikolaus einläutet. Habt einen tollen Tag, habt einen tollen Nikolaustag, habt viel Spaß. Übrigens, Nikolaus davor, das ist der blaue Klaus, der steckt immer alle in den Tintentopf und hat die Bösen dann sozusagen bestraft. So war das. So, also wie gesagt, 3DRIPO, R2D2, die werden wohl nicht mehr so sein, so wie jetzt BB-8, der halt einen dazu bekommt. Vermuten, keine Ahnung. Ich meine, den Chopper von Rebels, der war ja auch nicht schlecht. War ja auch eine tolle Geschichte, wie der da am Arbeiten war. Ne? So, das war's. Ich bedanke mich total recht herzlich, auch an die Kunden, die da waren. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt haben heute auch einige wieder, deswegen bin ich jetzt nicht so freudig, ist klar, aber einige Figuren gekauft, die hellauf beglückt waren und ist wie gesagt Weihnachten. Viele kaufen halt Star Wars Figuren und ihr habt ja auch Star Wars eingekauft bei Amazon. Zu dem Preis muss man zuschlagen. Die anderen muss ich warten, bis sie kommen. Ich werde dann zu Weihnachten mal alles zeigen. Werde mich also auf die Dioramen jetzt hier stürzen. Ich werde versuchen, diese Figuren zu bekommen, dass sie da irgendwie dazukommen. Dann werde ich mir einen Dioramen bauen. Und auch hier sind ja noch, ne, die Figuren muss man dazu kaufen. Es gibt den Look ja nur so. Und die kann man dazu kaufen. Ich meine, für den Preis, ja, auch wunderbare Qualität, alles in Ordnung, ne, zugeklebt. Also für den Preis ist das vollkommen okay. Ja, die beiden Figuren müssten da sein. Wenn nicht, dann werden die geordert. Kein Thema. Ja, Stormtrooper habe ich ja genug da. Also in dem Sinn, viel Spaß. Und ja, Nikolaus in einem Jahr wird sicherlich ziemlich lustig werden. Und noch einmal, in eigener Sache. Ich möchte eine gute Sendung machen. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Wer Interesse hat, vor der Kamera zu arbeiten. Auch hinter der Kamera, aber da haben wir schon an sich genug Leute. Aber egal, auch für die hintere Sache, für Tontechnik, Schnitttechnik bzw. Filmtechnik. Und vor allen Dingen vor der Kamera zu arbeiten, würde uns also mich besonders freuen, wenn ihr mitmacht. Also der junge Mann, der hier drin gesteckt hat, ist leider auch nicht mehr da. Ne? Und der andere junge Mann da, der ist auch nicht mehr da, weil die konnten das halt nicht. Also haben sie auch zugegeben, dass das alles nicht. Und da hätte ich ja sowieso sprechen müssen. Da hätte ich mir auch zwei Puppen hier hinstellen können. Das wäre ja natürlich für die Weihnachtssendung. Also für die Weihnachtssendung werde ich sicherlich hier einiges auffahren. Werde euch eine super tolle Weihnachtssendung machen von Star Wars und mich wirklich freuen, in 365 Tagen die richtige fette Sendung zu machen. Und wenn ich wirklich Glück habe, sind auch wirklich Leute dabei, die da wirklich mitmachen werden. Ja? Also noch einmal, Dankeschön, dass ihr da wart im Jahr 2018, am Anfang die Truppe aus Dortmund.
dann die Damen und Herren, beziehungsweise die Herren, auch Damen, habt ihr ja gesehen, gewissen Alters, die auch da waren und mich zwischenzeitlich besucht haben und dann jetzt für eine gewisse Sendung auch ganz kurz vor der Kamera waren. Und die anderen, die halt versucht haben, irgendwie mitzumachen, war also nicht schlecht. Ja, also wenn, bauen wir zusammen die Sendung und fahren die Sendung und erstellen die Sendung und moderieren die Sendung zusammen, wenn, ansonsten mache ich das alleine. Ne? Ist klar, und wenn euch solche Sendungen gefallen, kommen die öfters, aber im Moment halt nicht. Müsst ihr warten, bis Heiligabend so, also um Weihnachten 2018 rum, mache ich noch ein tolles, richtig tolles Ding. Und da lasse ich mir auch einiges einfallen, weil bis dahin ist auch die andere Ware da, auf die ich jetzt warten muss. Ray im Diorama, Kylo im Diorama. Das macht schon Spaß, die aufzusetzen und aufzubauen und um zu gestalten. Also werden wir da sicherlich im Jahr 2019 ein tolles Fenster ausdenken oder einen Raum ausdenken, wo irgendwas stattfindet. Müssen wir mal schauen, welchen Raum ich dann nehme. Ich habe noch, drei habe ich sogar über, wo ich da was einbauen kann, um einem Kunden da irgendwie Star Wars näher zu bringen oder gute Kunden, mit denen man richtig Spaß haben kann, wie vorhin. Deswegen bin ich auch ein bisschen euphorisch, weil wirklich Spaß gemacht hat, über Star Wars zu sinnen. Wirklich, das hat richtig Spaß gemacht. Ne? So, ich als 3DIPO, ne, der Mensch, Druiden-Kontakter, Maschinen-Mensch-Kontakter, in zigtausend Languages da unterwegs ist, ja, wenn es diesen alten Bolzenkopf dann nicht mehr gibt oder 3DIPO bzw. R2D2 nicht mehr gibt, dann eben halt hier BBA mit seinem neuen Druiden, der ihn dann als Vater sieht. Naja, so übersetzt wohl schätzungsweise aus dem amerikanischen Raum. Wer glaubt es kaum, ist Star Wars, bleibt Star Wars und kriegt der Sterne im Deutsch. So war es, so ist es, so bleibt es. Und für alle, die 1 bis 6 nur mögen, naja, ich mag halt 7 bis 9 sicherlich dazu. Und dann Rebels, wie gesagt, auf jeden Fall. Und natürlich auch Resistance. Ja, gucken wir jeden Samstag an um 9.30 Uhr beim Frühstücken. Und natürlich Destiny. Destiny auch. Müsst ihr einfach mal streamen auf einem großen Fernseher oder auf einer großen Leinwand. Dann macht das irgendwie mehr Spaß. Und wenn ihr eine gute Dolby Surround Anlage habt, macht das erst recht. Richtig gut Spaß, das Ganze, wenn es gut gestreamt wird. Ja, also Star Wars kann einen schon euphorisch machen. Und wenn man 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag nur Star Wars im Kopf hat, warum nicht? Ne, eines Tages wird man zum Rebell oder man wird wirklich zum Röchelmeister, Darth Vader, oder halt zu jemand anderem. Ne? Ja, heute hatten wir Poe Dameron verkauft, weil alle wollten nach Poe Dameron, keine Ahnung, jedenfalls ist er heute gegangen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar zur großen Sendung wieder reinbekomme, um euch ihn nochmal zu kredenzen, den Poe Dameron. Und die anderen, wie gesagt, Darth Vader ist ja nicht in im Moment. Luke Skywalker ist auch nicht in im Moment, sondern nur unser BBA. Ne? Ja, alles klar. Da. So, ich wünsche euch was. Viel, viel Spaß und danke fürs Zuschauen. In California. Ach, jetzt mache ich mal wie alle anderen. In February of 1977, George Lucas invited some of his closest friends to watch a rough cut of his new film, Star Wars. In attendance among a handful of people were Steven Spielberg and Brian De Palma. The response was not good.